Heute schauen wir uns mal eines der weltweit beliebtesten Fixplates an. Und jetzt denkt ihr euch, was kann es denn über das GMF-1 von Giant Mouse noch zu sagen geben, was wir nicht mindestens schon in 10, 15 oder 20 Videos gesehen haben? Und ihr habt vollkommen recht, ich denke genauso. Deswegen schauen wir uns zwar das GMF-1 an, aber wir machen es ein bisschen anders. Wir legen den Schwerpunkt auf das beste Zubehör, an das ich in Deutschland auch drankomme. Los geht's! Ein paar Worte werden wir natürlich über das Messer selbst auch noch verlieren. Zum Beispiel, dass es drei Varianten gibt, dass ich hier die GMF-1F-Version habe. Das bedeutet, die anderen haben 4 mm, das hier hat 5 mm. Also nicht nur die Größe, offensichtlich ist auch die Dicke entscheidend. That's what she said. That's what she said. That's what she said. Was noch dazu kommt, die anderen sind aus M96, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das hier ist definitiv M93. Es ist ein skelettiertes Messer. Es ist sehr klein, ich habe ja die größeren Hände. Bei mir ist es ganz klar ein Dreifingermesser. Das Chimping vorne ist wunderbar. Ich habe oben alles abgerundet, unten übrigens auch. Es ist sehr clean gehalten. Das Chimping ist da, wo es sein soll, dass ich einen normalen Schnitt machen kann, dass ich auch einen Druckschnitt machen kann. Ich komme bis vorne an die Spitze, um einen filigranen Schnitt zu machen. Es ist wirklich ein tolles Messer. Verpackt kommt es in der typischen Ace-Verpackung. Da drinnen befindet sich einmal das Messer und einmal eine Lederscheide. Und die Lederscheide ist schon toll. Hinten steht drauf Handmade in Italy. Ich nehme mal an, dass die Lederscheide handgefertigt ist. Und wenn ich mir die Nähte angucke, die Stiche, dann scheint es tatsächlich auch eine Handfertigung zu sein. Die sind nicht immer hundertprozentig gerade, gibt dem ganzen Ding ein bisschen Flair. Unsere Gesetze verbieten uns ja Messer zu führen in der Öffentlichkeit, die mit einer Hand zu öffnen sind und dann verriegeln. Mit dem Fixblade sieht es wieder anders aus. Ich war nie so der Fixblade-Typ, aber hier ist es tatsächlich so, das macht Sinn. Das Ding ist klein, das passt in die Tasche, das verschwindet. Das ist schon eine coole Nummer. Und du bist 42A-konform. Also von der Hinsicht kann man es auf jeden Fall empfehlen. Was kostet das Messer jetzt? Diese Variante kostet 176 Euro. Was stört mich jetzt an diesem Messer? Ich bin, wie gesagt, nie der Fixblade-Typ gewesen. Die Scheide ist toll, wenn ich sie am Gürtel tragen will. In der Hosentasche ist es tatsächlich so, es geht in die Tasche und irgendwann liegt es quer. Und dann ist es echt unangenehm, immer wieder an die Tasche zu greifen und das Ding zu richten. Nichtsdestotrotz, dass die Lederscheide wirklich schön ist und auch wunderbar nach Leder riecht und schön verarbeitet ist und das Giant Mouse Logo noch drauf ist. Alles super, nur wenn du es nicht am Gürtel führst, ist das vielleicht nicht unbedingt die perfekte Lösung. Was können wir jetzt machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Ich habe wirklich gesucht, was man da machen könnte und ich bin auf ein paar Sachen gestoßen, die möchte ich gerne mit euch teilen. Als allererstes finde ich es bei so einem Messer, das drei Finger hat, ganz praktisch, wenn ich ein Lanyard dran mache mit einem Bead. Weil dann wird es tatsächlich durch den Bead und das Lanyard wird es zum Vierfingermesser. Nicht unbedingt notwendig. Es ist, also wie gesagt, ich lebe in der Stadt. Es ist nicht so, dass ich konstant Schneiderarbeiten habe, dass ich 8 Stunden lang Kartons zerteile. Das ist nicht mein Job. Wenn das jemand braucht, dann vielleicht was mit einem größeren Griff, das ist klar. Also ein Lanyard mit einem Bead wäre so die erste Lösung. Vielleicht will ich aber ein bisschen besseren Griff. Vielleicht will ich das Lanyard nicht nur hinten befestigen, sondern wirklich einmal durchführen. Da gibt es verschiedene Beispiele. Das wäre die eine Möglichkeit, was man machen kann. Das Problem, das ich dann habe, es passt dann tatsächlich nicht mehr in die Scheide, wenn ich was an den Griff noch dran mache. Diese Scheide ist sehr präzise. Mit dem Lanyard hinten würde es funktionieren. Wenn ich das komplette Messer, dann wird es eng. Ja, ich kann das alles ein bisschen ausdehnen, aber das ist die Frage, ob ich das machen will. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Welche Lösungen gibt es? Meiner Meinung nach haben wir in Deutschland jemanden, der produziert die perfekte Scheide für dieses Messer. Der produziert mehrere Scheiden, die hier passen würden. Und zwar DP Steel & Leather. Es gibt eine ganz normale Scheide für das Fixblade, dann guckt auch ein Stückchen raus. Meiner Meinung nach ist die Slim Sheath die perfekte Scheide für dieses Messer. Das Messer verschwindet komplett
in der Scheide. Der Clip ist genial, der hat richtig tollen Halt und wenn ich ein Lanyard dran habe, kann ich es natürlich auch rausziehen und ich kann es wunderbar an die Tasche klippen. Für mich eine perfekte Lösung. Die Verarbeitung vom Daniel bei DP Steel & Leather ist der Wahnsinn. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Jedes einzelne Teil, das bei DP Steel & Leather aus dem Haus geht, wird von ihm mehrfach in die Hand genommen. Das ist alles Handarbeit, made in Germany. Wirklich tolle Sache. Der Daniel, mal davon abgesehen, dass er mir wirklich sehr sympathisch ist, der macht auch eine gigantische, gigantische Arbeit. Du wirst beim Daniel niemals irgendeine einzelne Naht finden, die nicht in Ordnung ist. Du wirst niemals irgendeine Kante finden, die nicht passt. Es ist wirklich absolut genial, was er da macht. Aber das habe ich euch jetzt in so vielen Videos schon gesagt. Langsam werdet ihr mir noch sagen, ich bin ein Fanboy vom Daniel. Was bei der Arbeit ja auch kein Wunder ist, sind wir mal ehrlich, oder? Die Slim Sheath fängt bei 89 Euro an. Beim Daniel ist es halt so, du hast halt die Möglichkeit, bei DP Steel & Leather wirklich verschiedene Lederarten dir auszusuchen, bis hin zu Shell Cordovan, was so das beste Leder ist, das es gibt. Also es ist wirklich toll, es ist ganz edle Sache. Die fängt bei 89 Euro an und dann kommt es darauf an, was man halt machen möchte. Ne? Ob man jetzt Handnaht haben will, ob man dies haben will, jenes haben will, welches Leder man haben will, da bewegt sich das. Da das ja alles Handarbeit ist, ist es nicht immer alles verfügbar. Denkt hier bitte noch an die Altona Silberwerkstatt, vielleicht haben die welche, beziehungsweise Daily Customs und Daily Knives, die haben auch dieses Leder mit der Struktur. Wie sieht es aber für jemanden aus, der sagt, ich möchte ein bisschen mehr Griff haben? Für mich ist das Skelettierte des Messers nicht so ganz das Hundertprozentige. Gibt es denn Griffschalen in Deutschland? Ja, die gibt es in Deutschland und ich komme in Deutschland auch dran. Die sind natürlich nicht immer verfügbar. Outdoor, ich glaube minus oder unterstrich gadget.de, ich verlinke euch das alles natürlich unten. Thorsten, super netter Kerl, wir haben auch gesprochen. Ich habe mir in G10 schwarze Griffschalen schicken lassen. Du kannst die Farbe der Schrauben auch noch aussuchen und die sind wirklich toll. Die passen echt perfekt. Als ich bestellt habe, hatte er keine Mikata, sonst hätte ich Mikata bestellt. Ich habe jetzt die G10 bestellt, die sind wunderbar. Wenn man die Griffschalen so in die Hand nimmt, dann sind die ein kleines bisschen scharfkantig. In dem Moment, wo ich die aber aufs Messer drauf montiert habe, ist hier überhaupt nichts Scharfkantiges mehr zu fühlen. Die sind absolut präzise, auf einen Bruchteil des Millimeters genau. Die sind auf jeden Fall zu empfehlen. Natürlich kostet so eine gute Arbeit auch immer ihr Geld. Inklusive Versand liegen wir da bei 85 Euro. 176 Euro das Messer, 85 Euro die Griffschalen, beziehungsweise ab 89 Euro die Scheide mit einem Clip dafür, damit es auch transportiert werden kann. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die ist zwar nicht aus Deutschland, aber ich komme in Deutschland da dran. Weil der Versand nach Deutschland nur 10 Dollar beträgt und Dollar verrät schon, dass es aus Amerika kommt. Die Firma heißt Oak City Leather Supply. Das ist eine Person, der Dylan. Der Dylan ist ein 25-jähriger Wrestling-Coach aus North Carolina und zwar aus der Stadt Raleigh. Das ist kein verschlafenes Nestchen, das ist circa 500.000 Stadt. Die Hauptstadt von North Carolina tatsächlich, die größte Stadt ist Charleston mit 2,5 Millionen. Raleigh ist trotzdem eine sehr große Stadt. Wird auch Stadt der Eichen genannt. Und deswegen Oak City, Eichenstadt, und er nennt sich Oak City Leather Supply. Finde ich schon mal ein toller Name, weil das die Herkunft auch nochmal zeigt. Und Ringen ist in Amerika wirklich sehr wichtig. Also die Jugendlichen bekommen tatsächlich Stipendien übers Ringen. Wenn ihr euch mal die UFC anschaut, dann werdet ihr merken, dass in jeder Gewichtsklasse tatsächlich immer Ringer mit dabei sind, die ganz oben sind. Ringen ist dort sehr wichtig und er ist in der Highschool ein Trainer fürs Ringen. Das bedeutet, das ist jemand, der tatsächlich auch die Jugend fördert. Und der produziert auch Leder und der produziert tolle Sachen. Die Auswahl ist nicht so, wie wir es in Deutschland haben. Der hat eine Art von Leder, da gibt es verschiedene Farben. Er macht aber wirklich eine tolle Arbeit und er macht Sachen, die es in Deutschland nicht so oft gibt. Also er macht zum Beispiel Einbände für Bücher, was es in Deutschland eher selten gibt. Er macht natürlich kleine Geldbeutel, klar, die gibt es auch bei uns. Er macht aber speziell für dieses GMF1 was ganz, ganz Tolles. Und zwar bietet der an Griffschalen aus Leder und die passende Lederscheide dazu mit einem Clip. Ist wirklich eine coole Nummer.
das Leder, so im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland bekommen, ist eher so ein Arbeiterleder. Das ist so ein Leder, das auch ruhig mal im Dreck liegen kann. Ich versuche das ein bisschen in Worte zu fassen. Das ist schon eine tolle Sache. Ich habe bei ihm auch die Möglichkeit, mir die Farbe der Naht auszusuchen. Das wird alles handgenäht bei ihm. Das dauert auch ein bisschen, bis das kommt. Griffschalen mit den drei richtig dicken Schrauben. Da kann ich mir auch noch die Farbe der Schrauben aussuchen. Ob das jetzt Messing sein soll, schwarz oder silber. Alles ist möglich. Insgesamt komme ich so auf, ich glaube, $95. Griffschalen plus Scheide. Finde ich persönlich wirklich toll. Macht er richtig gut. Dann kam das bei mir an und es hat sehr lange gedauert. Hat aber der Zoll dran Schuld gehabt. Ihr müsst wissen, wenn ihr was von dort bestellt, aus Amerika, dann ist es tatsächlich so, dass ihr hier bedenken müsst, Mainz hat in Frankfurt am Zoll ungefähr 10 Tage noch gebraucht. Das kann auch innerhalb von einem Tag erledigt sein. Das habe ich auch schon erlebt. Aber vergesst nicht, wir haben Weihnachtszeit. Wirklich toll gemacht, die Scheide ist richtig gut. Der Clip ist ein bisschen weicher. Das Messer passt, es fällt nicht raus und die Griffschalen haben wirklich einen ganz, ganz tollen Griff an diesem Messer. Also das ist wirklich eine tolle Lösung. Ich habe $95 bezahlt für das Ganze. Da muss man dazu sagen, als es hier ankam, wurde das natürlich nicht direkt zu mir nach Hause geschickt, weil es ist jetzt ja kein Amazon-Verkauf. Bei ihm kostet der Versand $10. Das bedeutet, in Amerika kommen die Steuern normalerweise drauf, die entfallen hier, die kommen aber bei uns am Zoll drauf. Das bedeutet, wenn du was da bestellst, musst du tatsächlich hergehen und musst das in bei deiner Post abholen. Weil du wirst nochmal, genau wie ich, 14 Euro drauf bezahlen müssen. Das ist die Mehrwertsteuer, die kommt dann noch dazu. Also 14,56, wenn ich es noch richtig weiß. Letztendlich hat mich alles in allem das Ding irgendwie 115 Euro gekostet, plus minus. Ist ein passender Preis. Ich habe jetzt ein GMF 1 in der fetten Version mit richtig tollen Ledergriffen, also Ledergriffschalen und einer richtig schönen Scheide und das passt wunderbar in die Tasche und so ist es eine perfekte EDC-Version. Alle anderen Möglichkeiten, die ich gezeigt habe, sind auch toll. Aber ich finde, also mir hat tatsächlich der Dylan sehr imponiert, weil das ist ein richtig sympathischer junger Kerl. Und ich habe mir bei dem auch ein paar andere Sachen noch bestellt, etwas, das wir hier nicht haben, zum Beispiel Lederuntersetzer für meinen Whisky. Du hast natürlich in Amerika nicht die große Auswahl an Ledern, wie du es in Deutschland hast, wenn du in Deutschland was bestellst, bei einem unserer deutschen Jungs. Aber was du in Amerika auf jeden Fall bei Oxidy Leather machen kannst, du kannst dir die Farbe des primären Leders auswählen, du kannst dir die Farbe des sekundären Leders auswählen und die Farbe der Naht. Und das ist toll, weil da gibt es halt sehr viele Kombinationen, die du machen kannst und da kommen wirklich interessante Looks raus. Und so kann man seine Sachen ein bisschen individualisieren. Und fürs GMF 1, finde ich, ist das wie geschaffen. Das war auch die erste Scheide mit Griffschalen, die er gemacht hat. Und es fühlt sich toll an. Ich weiß nicht, wie lange Ledergriffschalen halten werden, aber ich finde es richtig toll. Wenn ihr jetzt bei Oxidy Leather Supply bestellt, dann müsst ihr bitte zwei Sachen bedenken. Nummer 1, ihr entscheidet Farbe der Naht, Farbe des primären Leders, Farbe des sekundären Leders und Farbe der Bolster. Dann macht der Dylan das fertig. Das dauert ein paar Tage. Dann schickt er das los. Ihr könnt es tracken. Dann kommt es hier beim Zoll an. Beim Zoll könnte es sein, dass es ein paar Tage dauert. Die sind nicht, weil die nicht wollen, sondern die sind wirklich ausgelastet. Wir haben Weihnachten. Und Nummer 2 ist, dass ihr das wirklich bei eurer Post abholen müsst, weil ihr müsst diese paar Euro noch begleichen. Bei mir war es für Griffschalen und Scheide, ich glaube 14 Euro oder so, 15 Euro, irgendwas um den Dreh rum. Wenn dir das Video gefallen hat, weil es war jetzt wirklich mal was anderes zum GMF 1, dann würde ich mich echt freuen, wenn du mich das wissen lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Ich fände es klasse, dich mit an Bord zu haben. Und für die, die schon dabei sind, ich mache euch morgen Abend das Video mit den Vorschlägen zu den Weihnachtsgeschenken und da habe ich dann auch noch eine Überraschung von Oxidy Leather Supply dabei. Und nicht nur, von vielen anderen auch. Also lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. And Dylan, my friend, you said you do not speak a word of German. I usually do not do this in English, but here we go. Thank you very much. You're doing a great job. I love the stuff you sent me. I love your craftsmanship. Please keep up the good work and you can be sure that I will be ordering pretty soon again.
So here's to you, my friend. And if we don't chat, have a Merry Christmas.